Hallo. Jo, ich hab's geschafft. Ich bin online. Ja, warum habt ihr euch denn nicht 2 Stunden unterhalten? Ich lese gleich. Jo. Ja, Alle um 16 Uhr. Anne. Hallo Mama, hallo Ute, hallo Lana, hallo Mary, hallo Nicole. Ja. Ich habe aber auch nichts mitgekriegt, ne? Musste mich ja erst meine Mama anrufen und fragen, wo ich bleibe. Hallo Juliante. Ja, ihr hättet euch, ja, Yuki, euch alle noch 2 Stunden unterhalten können und dann wäre ich auch online gekommen. Ich wollte einfach mal, dass ihr 2 Stunden Ruhe ohne mich habt oder so, ne? Hallo Kevin. Wie das halt so ist, ne? La la la. So, wir fangen an mit den Stehsammlern. Du hast es nicht gemerkt, das ist schön. Ohne mich ist es langweilig, ja. Das gehört sich auch so, dass ihr das so denkt. Ja, ich habe mich irgendwie vertippt. Ich habe das auch überhaupt nicht mitgekriegt. Also ich war der Meinung, ich hätte 18 Uhr getippt. Hatte ich wohl nicht. Warst du vorher nicht da? Also ich hatte irgendwie eingetragen, dass ich um 16 Uhr anfange, aber das war gar nicht der Gedanke dahinter, sondern ich wollte eigentlich 18 Uhr eingeben. Warum, wieso, weshalb, kann ich dir nicht sagen. Einfach eigene Blödheit. Und deswegen habe ich das auch gar nicht mitgekriegt, dass ihr alle online wart. Das war zu viel. Ja, das war Test, genau. Das wollte ich testen. Mehr wollte ich gar nicht. Mehr rechnen, dann machen wir das anders. Dann machen wir das so. Hallo Mona, hallo Love Key. Ich mache gerade, also die Box von letzter Woche machen wir fertig. Hätte wieder alles rum. Und zwar die hier. Die bekleben wir nachher noch, aber ich wollte erst die Stehsammler machen. Und zwar, jetzt habe ich die schon wieder zugebaut. Ey. Diese hier. Diese Stehsammler, die machen wir jetzt. Weil da kommen halt 3 in die Box rein und das wollte ich vorher machen, weil ich die Front auch noch mit bekleben will. Genau. Und deswegen habe ich mir das jetzt erstmal alles markiert. Ich nehme hier meine Markierungen. Und sogar vorhin meine Schere sauber gemacht, weil die nicht mehr schön war zum Schneiden. Das war mehr Gewalt als alles andere. Ging ja noch Haare rum. Wo ist denn jetzt hier meine Markierung? Da ist meine Markierung.
Was, das stimmt doch gar nicht. Hallo Stella. Habe ich Regina Hallo gesagt? Habe ich Maren Hallo gesagt? Ja, ich glaube. Hallo Steffi. Ja, ich bin schon voll im Bastelmodus. Ey, hier das Licht ist ja auch hervorragend. Wo ist denn hier mein anderer Markierung? Habe ich nicht markiert? Ja, ich habe dich falsch markiert. Hallo, einmal hier. Und einmal hier. Da plumpst die Handcreme. Hallo Michelle. Also bei mir läuft gerade alles sehr, sehr gut. Aber vielleicht wäre es um 16 Uhr besser gewesen. Ich hatte noch mit dem Teamchen geschrieben. Und dann meinte sie, naja, kannst ja vielleicht nächste Woche um 16 Uhr machen. Da ich sagte, naja, wenn ich dann um 16 Uhr mache, da kommen alle nicht, weil sie wieder denken, ich habe mich verschrieben. Und dann meinte sie, naja, musst du halt 15 Uhr oder 17 Uhr, dass mal wieder was Neues ist. Das hier ist ein alter Actionblock, glaube ich. Ich kann den mal eben holen. Weil ich die eine Seite, also die Front, will ich sowieso noch bekleben. Deswegen, oder ist das Teddy? Weiß nicht, das ist der hier. Und ich habe mir halt die neutralen Farben rausgesucht, weil ich die nachher mit einem, hier mit dem hier, bekleben will. Da habe ich noch Reste. Und da brauche ich halt was Neutrales. Ich hätte auch das Blaue wäre vielleicht auch noch gegangen. Aber immer. Oh, wenn man einmal eine Schere sauber macht, ne, dann ist das ja. Da habe ich nämlich, gestern habe ich ausgeschnitten. Einen Krampf gekriegt. Sonntag 18 Uhr. Alles klar. Wird gemacht. Ich bleibe bei 18 Uhr. Also bei mir kreiselt es auch gerade, wer geht. Rund um die Uhr. Vielleicht von der anderen Seite besser sehen. Auch nicht wirklich. Mal gucken, ob ich die Lampe irgendwie anders. Irgendwie ist das nicht so mit dem Licht. Ich muss hier mal. Die Softbox ein bisschen anders stellen. Ich auch sehe, was ich tue. Wir gucken mal, wie es wird mit der Verbindung. Also bei uns, zumindest vorhin hat es richtig geschüttet. Aktuell geht es wieder. Mitbasteln, weil ich muss drei Stück machen. Nein, ich muss nicht, ich möchte drei Stück machen. Und dann würde ich dann bei dem nächsten ein bisschen was erklären, aber nur wenn ihr wollt. Nämlich überhaupt gehört habt. Ich glaube, 20 Minuten habt ihr gewartet. Ah, jetzt sollte es wieder gehen. Ja. Geduld. Geduld, Mädels. So, ich habe vorhin erzählt, wenn alle wieder da sind.
Mein Handy hat die nämlich Verbindungsverluste irgendwie. Mal hier gucken. Ja, doch. Jetzt scheint es zu gehen. Wenn jemand von euch den Stellsammler mitbasteln will, dann soll er Bescheid sagen. Dann würde ich bei dem nächsten was erklären. Weil ich muss ja noch zwei machen. La 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 la. Ja, ich weiß. Aber also aktuell läuft es. Ich muss mal hier. Genau, ich muss jetzt auch noch mal was ändern. Ich muss mich hier auch noch mal neu Technik einstellen. Ich weiß nicht, ich glaube, mein Mann ist gerade ins Internet gegangen. Ich kann schon mal passieren, dass dann erstmal kurzzeitig das Internet ein bisschen weg ist. Ich hier meine Technik auch nochmal neu starten. Heute ist ja total der Wurm drin. So, jetzt aber. Hi Kevin. Ja, Quatsch. Pahara. Hallo Pahara. Okay, Kevin, du kannst dir schon mal zurechtschneiden. Wir brauchen ein Stück in 28 mal 30,5, also von einem großen Block einfach einmal die Seite ganz lassen und einmal bei 28 cm abschneiden. Ja, jeder hat so seine Probleme, Michelle. Ach Mann, ey. Also bei mir kreiselt es wieder. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht, aber die Verbindung wird gehalten. Das ist ja nicht schön hier heute. Ich weiß auch nicht irgendwie. Nee. Was machst du denn hier? YouTube. Das will ich. Jetzt. War der doch zu laut? Also ich fand es gar nicht so schlimm. Bei dir geht's? Also bei mir dreht sich Sandhahn. Ich hatte dann auch einmal richtigen Versatz drin. Komischer Stream heute, würde ich mal so grob andeuten. Kommst du her? Hallo Klebeband. Ja, die sollen sich gefälligst da mal raushalten aus meinem Stream. Sehr gut, Kevin. Beim nächsten erkläre ich dann, wo gefalzt wird und so. Und wenn du nicht mitkommst, habe ich ja noch eine dritte Box. Und spätestens dann sollte deine erste Box fertig werden. Die sind gar nicht so kompliziert.
kannst auch Flüssigkleber nehmen, wenn du kein Klebeband hast, aber geht auch mit Klebeband, ne? Siehst du ja. Und wie geht's euch sonst so? Also bei uns ist alles tippitoppi. Stehsammler fertig. Tudu. Nummer 1. Erstmal Müll wegräumen und dann geht's an Nummer 2. Das scheint ja jetzt zu laufen. Na? Ich muss nur mal was hier ausprobieren. Und dann läuft es natürlich wieder nicht. Das ist hervorragend. So. Man nehme sich das Stück Papier. Und dann gucke ich nochmal, wo ich was habe. 28. Genau, also die 28 cm Seite anlegen. Und von rechts und links bei 11,5 falzen. Michelle. Ich habe ich ein Video gedreht? Gestern habe ich ein Video gedreht. Genau, erst habe ich aufgeräumt, dann habe ich ein Video gedreht. Dann habe ich mein Junk Journal befüllt mit der Geburtstagspost. Und dann habe ich noch Sachen ausgeschnitten. Ich war gestern total produktiv. Ach ja, und Boxen habe ich auch noch gebastelt, damit ich besser wegsortieren kann. Und dann... ja, zumindest für nächste Woche das Ganze gesichert. So. Ich warte mal auf Kevin. Hast du rechts und links bei 28 cm die bei 11,5 gefalzt? Dann drehe ich mir das einmal und falze einmal bei 4 cm. Und bei 15,5. Also hier oben liegen jetzt bei mir 30,5. Da wird gefalzt bei 4. Und bei 15,5. Ja, ich habe nur ein Video vorproduziert. Aber das reicht mir für nächste Woche. Ich mal gucken, wie ich die Woche noch mache. Also ich habe auch schon was anderes vorproduziert. Aber das weiß ich noch nicht, wann ich das online bringen kann. Was los, Yuki? Ich trinke mal so lange. Na, heute gefühlt zu wenig getrunken. Jo. Und dann drehe ich mir das wieder auf die kurze Seite nach oben. Und bei 5 cm wird gefalzt zwischen der 4, ich muss mal gucken, ob ich in der Kamera bin, dann ist das Ding hier im Weg, bei der 15,5 und hier ist die 14 und genau, die 4, Entschuldigung, 15,5 und 4 und genau dazwischen bei 5 cm nochmal falzen. Man kann das auch mit einem Lineal machen. Aber ich habe jetzt ein schönes Brettchen, wo man das sehen kann. Ne, dass du halt die beiden eingeteilt bekommst. Ich kann ja die andere Seite mal mit Messen machen. Ja. Normales Lineal. Hallo Iris. Also von der unteren, also das ist die 4 cm Falz, einmal bei 5 cm markieren und an der anderen Falz auch nochmal bei 5 cm markieren und dann
Runterfalzen. Also ich habe gehört, man kann ab und zu mal über ganz, ganz feines Schleifpapier drüber gehen. Das kann helfen. Oder Alufolie. Was bei mir immer das Gefühl ist, zumindest bei dem hier, also ist jetzt die Klinge, benutze ich nicht oft, ist das dann hier, ist ja so eine Staub. Kommst du da raus oder kriege ich dich nicht raus? Na, hier ist so eine Leiste drin. So, hier ist eine Leiste drin und die ist öfters mal mit Papierstaub voll und dann muss man die sauber machen. Und die ist bei mir jetzt gerade gefühlt festgeklebt mit Kaffee, glaube ich. Ab dem 15.06. ist die Grenze anscheinend wieder offen, Iris. So, jetzt ist hier oben die kurze Seite, also die 28 cm. Und da habe ich ja hier mittendrin gefalzt. Und dieser Falz nach oben und nach unten, jeweils bei 1 cm. Oh, mein Licht ist ja. Ich drehe es mal um, vielleicht sehe ich dann mehr. Nee, nicht wirklich. Ich weiß nicht, bin ich die Lichtintensität anders? Ist das dann besser? Ich weiß es nicht. Also wenn ich das jetzt so als Stehsammler habe, nach rechts und nach links jeweils 1 cm neben der Falz markieren. Die großen Falzmaße hast du markiert, hast du gefalzt. Okay. Dann zeichne ich dir das gleich auf, wie du die nächsten zwei Falzen setzt. Und dann mit dem Markieren, das male ich dir dann gleich nochmal. Also mache ich dann bei der dritten Box für dich nochmal. Ist das okay? So. Also, für dich, Kevin, ich lege das mal kurz zur Seite. Wir haben ja jetzt, ich mal das große Blatt auf. Total schäbig. So. So müsstest du jetzt gefalzt haben. Also hier sind und 28 und hier sind 30,5. So müsste das jetzt bei dir aussehen. Und dann habe ich dann hier, also zwischen den beiden Falzen hier, nochmal gefalzt bei 5 cm. Und hier auch bei 5 cm. Und du hast keine Staubschiene. Dann würde ich es erstmal mit hier Alufolie probieren. Wieso ist denn hier mein Mega-Versatz drin? So, jetzt. Ich halte es dir nochmal hoch. Also die Linie musst du noch falzen und die Linie falzen. Und hier oben ist die 28er Seite. Hallo Regina. Okay. Ich lasse es mal hier noch so ein bisschen liegen. Ich muss da jetzt erstmal schneiden. Kannst ja auch so in die Mitte legen. So. Und dann hast du im Prinzip schon fast alles. Sind denn jetzt eigentlich hier meine Reste? Joa. Man weiß es nicht.
Ich versuche jetzt nur, dass ich nicht das Ding da abdecke. Deftige Wurst. Irgendwie passiert so die Woche über nicht viel, ne? Muss ich ja mal so sagen, irgendwie. Ich habe heute Morgen den Tag gestartet mit Michelle. Dann habe ich mit meinen Mädels noch Escape Room gespielt online. Und wir werden immer besser. Gut, dass wir nur noch einen Teil haben, dann müssen wir auf einen anderen Anbieter gehen. Ja, wir schaffen das in knapp 45 Minuten. Dann haben wir noch voll viel Zeit. Sehr gut, dann lege ich das mal zur Seite. Ich weiß nicht, ob wir alle mit Michelle gestartet haben. Viele ja. Aber nicht alle. Was sagte bei Mann? Vicky, er ist im Bett gesprungen, damit du wieder gucken kannst. Ja. Ich kann auch im Bett gucken, aber das wird dir wahrscheinlich auch nicht gefallen. Musstest du arbeiten, Iris? Oder hast du einfach mal geschlafen? Wurden alle von dem Staubsauger bei Michelle in der Wohnung geweckt? Wisst ihr, aber dadurch, dass du Michelle nicht hattest, hast du mich jetzt. Und wenn du mich nicht kannst, kannst du ja eventuell Michelle gucken. Nächste Woche müsst ihr nur mit mir vorlieb nehmen. Ja. Man muss sich freuen, dass man die Familie wieder besuchen kann, Schlamsi. Wieso haben sie bei dir stumm geklingelt? Hast du etwa wieder eine Party gefeiert und deine Nachbarn konnten nicht schlafen? Waren heute viele mit Livestream? Wer war denn noch live? Nicht mitgekriegt. Also ich weiß, dass meistens sonntags irgendwie um 19 Uhr, glaube ich, dein Auto stand im Halteverbot. Okay. Deswegen muss man Sturm klingeln. Kam da keiner weg oder hin oder was war Sache? Ach so. Nee, ich sag mal, die üblichen Verdächtigen waren heute. Also, Para hat nicht gestreamt. Also ich hatte nur mal einen Wisch an der Scheibe, bitte melden Sie sich bei der Polizei. Habe ich mir gedacht, aha. Hatte dann aber auch schon auf dem AB Nachricht, bitte melden Sie sich bei uns. Ich so, okay.
Da ist dann nur einer beim Ausparken wohl irgendwie gegen mein Auto gefahren und hat sich dann halt bei der Polizei gemeldet, damit die halt den Fahrer ausfindig machen. War aber nichts dran und ganz ehrlich, dann lieber so als wegfahren und dann ist ein Schaden dran. Was für eine Anleitung? Ach so, mit dem Häkeln, nähen. Also sonntags ist meistens um 9:30 Uhr oder 10 Uhr, je nachdem, ist Michelle dran mit Stream. Ich dann um 18 Uhr oder ihr unterhaltet euch ab 16 Uhr bis 18 Uhr. Dann stream ich und eventuell kommt irgendwie zwischendurch nochmal wer. So, zweite Box. Dann machen wir noch die dritte Box. Ja, ich meine, dann ist es ja eigentlich ganz nett, wenn sie klingeln, ne? Sturm klingeln ist natürlich andere Masche, ne? Das ist ärgerlich. Also für dich, Kevin, ich sehe jetzt nur die großen Falzen und die, die ich dir angezeichnet habe. So, meine Falzen sind jetzt fertig. Jetzt musst du wieder aufpassen, Kevin. Einmal auf die Rückseite drehen zum Markieren. Also ich habe jetzt hier unten ist die 4 cm Lasche. Die liegt jetzt, also hier sind diese 4 cm. Und ich brauche hier oben das, wo noch viel frei ist. Und dann nehme ich mir hier die Falzen und von der Falz nach oben bei 1 cm und von der unteren Falz 1 cm nach unten eine Markierung ransetzen. Also hier einmal markieren bei 1 cm und hier unten bei 1 cm. Ja, ich meine, das geht ja für sie viel schneller. Ganz ehrlich, wenn jemand da ist und man kann es wegfahren, das ist wesentlich schneller, als wenn sie einen Abschleppdienst holen müssen. Hallo Ela. Na, Steffi sucht jetzt erstmal wild, würde ich sagen. Du sagst Bescheid, Kevin, wenn du fertig bist, dann geht's weiter. Und ich wurde gefragt bei dem letzten Chaos-Video, also vorletztes Video, gestern, letztes Video war ja gar nicht so chaotisch, mit dem Goodie-Bag, dass ich da noch eine Anleitung für machen muss. Das heißt, ich werde messen und vielleicht ein bisschen anders messen. In die Stehsammler, da sammle ich meine Karten drin. Die haben genau das Maß für normale Karten. Und ich habe da halt mir immer drauf geschrieben, was da drin ist. Da sind Geburtstagskarten drin. Dann habe ich welche ohne Sprüche, wo ich dann halt einfach noch nach Belieben was reinsetzen kann, was ich brauche. Oder einen Spruch, wo kein Thema dabei ist. Man kann sich dann natürlich noch was machen mit Gesundheit, Wünschen oder sonst irgendwie was.
Aber das finde ich so ganz praktisch, ne? Wenn mein Mann runterkommt, hast du eine Karte zum Geburtstag, dann gucke ich da rein und sage, da kannst du dir aussuchen. Dafür habe ich die. Wuhu, Ute. Oh, Kevin, wie sieht's aus? Ich habe einen Kaugummi im Mund. Ich habe das Gefühl, ich biete euch einen vor. Ich nehme das jetzt mal raus. Bist du weit? Okay. Dann, wenn du das jetzt immer noch so liegen hast, dass du hier rechts deine Markierungen hast, schiebst du das hoch und machst dann von der mittleren Falz, also hier liegt immer noch die 28er Seite, liegt auf der Seite, und misst 6,5 von dieser Falz hier rüber. Und dann diese beiden Punkte verbinden. Und das dann bei der anderen Seite genauso. Also ich drehe mir das dann um. Hier liegt immer noch meine 28er Seite. Und dann markiere ich mir das auch wieder bei 6,5 cm. Und ziehe mir eine Linie. Also das wird dann, wenn man das jetzt so rumdreht, hier so rechts, eine Linie hat. Und hier unten ist die 4 cm Lasche. Du sagst Bescheid, wenn du soweit bist. Man kann wunderschönes Papier mit. Da fällt es. Ich habe das schon bereits gelegt. Das ist auch mit Avocado gefärbtes Papier. Das hat so ein sehr schöner rosa Ton. Also ich färbe das nicht selber. Ich kriege das von ganz lieben Menschen. Das ist auch spitze gefärbt. Und Papier gefärbt. Und der Umschlag gefärbt. Das ist ein richtig, richtig schönes Rosa. Also es ist jetzt nicht quietscherosa oder pink oder sowas. Sowas. Macht Bounty damit. Kennst du gar nicht. Also Nicole hat ein super schönes Video dazu gemacht, wie man das färbt. Werbung, Werbung. Was mache ich denn? Ich hab's doch hier. Wo ist denn mein Erklärzettel? Ich kann dir das auch noch mal auf dem Zettel malen. Wo ist mein Zettel jetzt hin? Ist der abgestürzt? Ich habe ihn geknittert. So, ich kann das noch mal hier so. Dann hast du hier oben dir das markiert bei 1 cm und 1 cm von hier weg. Und von hier unten nach hier 6,5 cm und hier auch. Von hier, also der Abstand hier. Und dann ziehst du dir hier eine Linie. Das wird nachher abgeschnitten. Genau, altrosa. So kann man das bezeichnen. Und je nachdem, ich nehme jetzt mal die Erklärungen weg, wie länger man das ziehen lässt und stehen lässt, desto intensiver wird das, die Farbe. Bevor man einfärbt. Jetzt richtig. Bin ich richtig? Gib mir einen Daumen hoch. Das Fruchtfleisch darf man essen. Wir haben ja auch schon gefrotzelt bei dem Video. Oder danach. Ich weiß gar nicht mehr, wann wir gefrotzelt haben. Was man dann mit dem ganzen Rest von der Avocado macht, wenn man die Schale und den Kern entfernt hat und ihn benutzt. Ja. Ich lege das jetzt wieder zur Seite.
Ja, Werbung für Färbung. Ach so, okay. Die Linie hast du ja rangezogen. Hast du hier oben die 1 cm, die hast du gemalt, ne? Genau, und dann nimmst du dir die 30,5 Seite und die Falz, die knapp in der Mitte liegt, die liegt ja ein bisschen oben drüber oder unten drüber. Und malst dann bei 6,5 dir eine Markierung. Ja, mit dem Stein und der Schale. Damit färbt man. Das ist auch eine geile Idee, Nicole. Ich kann das jetzt auch mal eine Seite abschneiden. Vielleicht hilft dir das dann auch, Kevin. So. Ich kann ja einmal hier. Na, also hier ist der Mittelknick. Hier an der Seite ist 30,5. Und wir haben ja nur einmal einen Mittelknick. Im Prinzip hier unten ist ja die 4 cm Lasche. Ne? Dieses. Und über dem Mittelknick hier sind es die 6,5 und hier ist der 1 cm. Man kann die auch in Salat schmeißen. Man kann sich auch super Sushi mit reinziehen oder einfach aufs Brot legen. Ah, Leute, unsere Erdbeeren gehen voll ab. Die wachsen echt richtig. Und immer wenn ich auf dem Balkon bin, sehe ich ein paar Bienchen und Hummeln. Die lieben meinen Margeritenstrauch. Es ist so eine Freude, die zu sehen. Wollte ich nur mal so reinmachen. Ja, das sind auch Walderdbeeren, das sind nur die kleinen. Ich muss nur schneller sein als die Vögel, aber noch sind sie nicht reif. Aber man sieht schon, da sind ordentlich welche dran, die jetzt langsam kommen. Eidel, da musst du mal bei Nicole auf dem Kanal gucken. Wie gesagt, da gibt es ein ganzes Video zu, wie sie das macht. Mit richtig Erklärungen und sowas. Also das würde, glaube ich, im Chat nicht so gut gehen. Ich weiß nicht, wenn Lafki noch da ist, kann sie den Link zu dem Video posten. Oder ich schalte Nicole kurz frei, wenn sie das machen möchte. Also du kannst es auch gerne hier erklären, Nicole. Ich will das dir jetzt nicht abschwätzen, ne? Also ich warte jetzt auf Kevin. Ihr müsst so lange Geduld mit mir haben. Genau, Nicolesler Kanal reicht. Und Abo da lassen. Nicole, Nicole. Erledigt, sehr gut. Dann oben abschneiden, das, was du da an Linien gezogen hast. Nicole, Nico. Und Nicole, such dir was aus, wie möchtest du genannt werden? Die hier kannst du übrigens die Reste behalten und daraus dir die Spruchtexte dann ausschneiden, wenn du das möchtest. Oder halt stanzen. Muss aber nicht, kannst du auch was anderes nehmen. Ja, Lafki ist fixi. So. Und dann müssen wir, also hier ist die Schräge. Und die Falzen müssen bis zur ersten Kreuzung in der Mitte abgeschnitten werden oder weggeschnitten werden. Ich mache mal kurz eine.
Also ich schneide mir immer die ganze Falzlinie weg, damit ich es ordentlich knicken kann. Ich lege es dir gleich nochmal hin, Kevin. Aber nicht jetzt. Nicht jetzt gucken. Also, hier oben sind die beiden Schrägen. Die hast du wahrscheinlich abgeschnitten. Und dann haben wir hier die erste Falz. Die geht weg bis hier. Na, das ist dieser Steg. Und unten genau dasselbe. Hier sind diese 4 cm. Und bis dahin einmal hier einschneiden. Ist wahrscheinlich wieder dieses, dass er abgeschnitten wird. Such einfach nach dem Kanal von Nicole K. und dann. Hä? Ich habe das auch schon mal gehabt, Lovekey. Also, wenn ich es gepostet habe, da ging das super. Und wenn ich dann drauf geklickt habe, aber andere konnten nicht drüber gehen. Hey, wo seid ihr, Michelle und Nicole? Wo seid ihr? Hallo, Sunny. Bei Nicoles Kanal? Ach, SU. Okay. Das habe ich übersehen. So sind halt die Geschmäcker, ne? So sind die Geschmäcker. Kevin, ich warte mal auf dich. Musst du Bescheid sagen, wenn du hier geschnitten hast. Ja, ich kenne halt nur die Vororder teilweise. Da ist eins, was ich ganz gerne mag. Kissen nachfüllen, oder Scheiße. Sehr gut. Und das gleiche auf der anderen Seite auch nochmal abschneiden. Wieder bis zu dem Mittelsteg, so wie auf der Seite halt gespiegelt. Das machen wir jetzt auch nochmal. Aber ich sag mal, die Stempel, die mir von den Vororders, die man gesehen hat, ich habe aber nicht den Katalog. Gibt es auch von anderen Marken. Und da weiß ich noch nicht. Ich mir das hole oder nicht. Genau, die Blätter sind das. Die finde ich auch toll. Wie gesagt, die habe ich auch schon bei anderen Marken gesehen. Und dann weiß ich dann nicht, ob ich dann lieber dahin gehe. Ja, die Gänseblümchenstanze machen. Die Gänseblümchenstanze. Wenn du das dann geschnitten hast, dann kannst du quasi alles nochmal nachfalzen. Jetzt alle Blumen machen, das ist die Gänseblümchenstanze ja auch so mein Ding. Sehr gut, Kevin. Jetzt alles schön nachfalzen. Also ich bin jetzt, das ist die Innenseite, ne, die bei mir oben liegt. Da falze ich jetzt einfach alles nach. Was für eine Stanze? Ab mit der Gänseblümchenstanze. Ja, es gibt ja die große und die kleine. Ich muss da mal wen anders fragen, weil ich habe ja, ich weiß gar nicht, wo ich gefragt hätte, genau, was es noch für Stanzen gibt. Und habe dann auf der Recherche auch noch welche gefunden. Ich muss halt erstmal schauen, wie teuer die
von SU sind und wie teuer die anderen sind. Aber von SU, die haben halt eine geile Qualität, das kann man nicht anders sagen. Nicole ist schuld. Nicole ist schuld und Michelle ist schuld. Ach, Pahara. Ich verwundere sie dir, aber ich habe es trotzdem bestellt. Ja. Das letzte, was ich mir bei SU gekauft habe, war meine Blattstanze. Also die Zweigstanze. Die hier. Und ja, die ist. Ich mag sie. Ich könnte irgendwie alles damit dekorieren. Ja, ja. Ja, der Blümchenvirus geht gerade um, ich sag's mal. Ja, ich habe schon länger nicht mehr bei SU irgendwas bestellt. Ist mir dann so aufgefallen. Weil der letzte Katalog war halt auch nicht so meins. Nee, aber von Wessens Kreativ gibt's Stanzen, die auch die Form haben, wie SU und EK Tool Stanzen. Die haben eine andere Farbe. Ich weiß halt nicht, wie gut die sind. Und wenn man auf die Seite geht, findet man auch nicht irgendwie die Preise. Da muss ich erstmal wen fragen, der sich damit auskennt. Beziehungsweise von meinem Mann, ein Kumpel, der hat da einen Zugang und den kann ich mal fragen, wie viel das kostet. Das Mann hat ja so seine hier. Connections. Also Kevin, einmal umdrehen, dass die Außenseite jetzt oben liegt. Und dann nimmst du dir Klebeband und klebst hier unten auf die 4 cm Lasche von der Falz bis zum Ende Klebeband. Ja, Wessens. Das ist halt eigentlich auch nur ein Großhandel. Ich habe es halt nur auf der Seite von dem Großhandel gefunden, aber nicht bei irgendeinem Shop. Das hatte mich halt gewundert. Das sind extra Stanzen für dickere Papiere, weil ich glaube, bei denen steht, bis 180 Gramm können die normalen Stanzen und das ist ja nichts für uns. Echt, die sehen ganz anders aus. Amazon hat die. Ich habe sie nicht bei Amazon gefunden, also nicht die, die ich wollte. Aber ganz ehrlich, wenn die Qualität stimmt, dann kann man sich auch mal Stanzen bei SU kaufen. Ich muss halt nur mal schauen, ne? Ach so, die Blätterstanze. Ja, die hat Sunny auch. Da muss man aber höllisch aufpassen bei Hara bei eBay. Weil ich habe das Gefühl, teilweise, klar, wenn es die Stanzen oder Stempel nicht mehr gibt im Katalog, sind die dann teilweise überteuert, sodass man denkt, ja, nein. Und Originale, also die noch verfügbar sind, sind teilweise bei eBay teurer als im Katalog. Also das finde ich dann schon wieder echt merkwürdig. Also da muss man ganz genau gucken. Ja, aber wie gesagt, es gibt auch teure Sachen. Welche Stanze meinst du bei Love Key?
Also von Tim Holz kenne ich keine Blumenstanze. Genau, bauen die erstmal die Stanzmaschine und dann weitersehen. Ich finde das halt cool, dass es Handstanzen sind. Ja, du kannst jetzt auch kein Bild machen, ne? Die Wildblumen. Wenn du fertig geklebt hast, sagst du Bescheid, Kevin. Ich warte nur auf dich. Aber es ist auch total praktisch, so kann ich ganz viel lesen. Na, ähnlich so. Ich denke mal, ich habe nicht viele Stanzen für die Stanzmaschine, weil ich habe doch ordentlich. Das stelle ich immer wieder fest. Nicole hat sie, weil sie ein Glückspilz ist. Ah, ist doch total logisch. Das finde ich gut. Das stimmt, und ich habe sie ja nicht, jetzt könnte ich sie zeigen. Jetzt gehen wir alle nachher auf die Suche, Tim Holz, Blumenstanz. Super Plan. Super Plan. Oh. So meinte Love Key das, Nicole. So meinte sie das bestimmt. Ja, es ist manchmal schon echt doof. Ich muss mir halt einfach alles kaufen, ne? Dann gehe ich dann hier in mein Geschäft, in mein Zimmer und sage euch das dann. Nein. Ich blick da wahrscheinlich selber nicht mehr durch. Das hatte ich letztens hier wieder diese Scrapbox, diese Schränke auf Rollen, die ich jedes Mal, wenn ich sie sehe, denke ich mir, die könnten ein bisschen größer sein. Und wenn man sie dann wieder irgendwie in der Werbung angezeigt kriegt, denke ich mir immer so, oh, schon geil. Und dann, also, wenn man mal ein Lotto gewinnt, kriege ich ja so einen, ne? Klar, gibt nur ein Set. Und dann meint er so, da gibt es eine Anleitung für. Kann man selber bauen. Kannst du auch jetzt schon haben. Ich so, nee, ich will das jetzt nicht. Weil da muss man ja wieder alles umräumen und so. Ich habe gesagt, ich werde irgendwann mal das Glück haben, was zu finden, wo ich ein neues Zimmer kriege. Dann. Okay, Kevin, dann drehst du das Ganze. Und klebst hier auf das mittlere Feld auch Klebeband. So, und das komplett in der Mitte bleibt frei und darunter da. Darunter da. Und auch auf der anderen Seite. Also Nicole, wenn du aussortierst, sag Bescheid, ich nehme dir was ab. Genau, der Schrank mit Schreibtisch. Was ich von der Serie aber noch besser finde, Hallo Bastelfieber, ist der Schreibtisch. Das ist es gibt den in verschiedenen Höhen. Es gibt halt auch einen, wo man dran stehen kann. Und den finde ich eigentlich sehr cool. Nur dann müsste ich mir messen, welche Höhe der hat. Und den kann man dann auseinanderklappen. Also kannst du so als Container quasi haben und auseinanderziehen und dann hast du dann nochmal eine Fläche, wo du dran sitzen kannst. Das ist natürlich so eine, eine rollende Bastelinsel. Ja, also wenn ich ganz viel Platz habe, ne, wenn man so vor sich hin träumt, ne, meine SU-Tante. Wo man eigentlich auch mal wieder einen Bastelabend machen könnten, wenn kein Corona wäre. Ha. Die hat sich aus diesen Vierer Expedits eine Bastelinsel gemacht und das ist eigentlich auch sehr cool. Also wenn man das von oben sieht, sind das halt so immer diese Vierer Dinger. Also jo, ich
bin super geil im. Also, das hier fällt weg. Also dieses Vierer-Ding und dann hat sie so drei Stück und dann oben eine Platte drauf und da steht dann alles drauf und die Dinger hier sind auf Rollen. Und das ist auch schon sehr cool. Ist halt eine Rieseninsel im Prinzip und die können dann immer quer durch den Raum gehen. Ich habe das von Kreativbund. Das ist das 1,2 mm. Und wer es nicht weiß, das ist kein Plastik, das ist auch Papier, das ist Altpapier. Die finde ich auch sehr cool. Müsste man natürlich überlegen, ob man dann von der Seite auch nochmal sowas dran setzt oder ob man da Haken ran baumelt, dass man das dranhängen kann. Also, ich habe schon Ideen, nur wenn ich das Ding in mein Zimmer stelle, kostet es nicht mehr rein. Ja, ich mag das auch mega gerne. Das Klebeband. Ja, so eine Insel. Und dann gerne eine Ecke, wo ich meinen ganzen Nähkram und die Nähmaschinen aufgebaut habe. Und dann, ja, ich habe Ideen. Ja, das darfst du dir aussuchen, Michelle, ob das 12 mm oder 1,2 cm sind. Ja, unterm Stehtisch kann man das auch super machen. Ich habe hier einen Sitztisch. Also ich finde so eine Ecke, wo man stehen kann und so eine Ecke, wo man sitzen kann, eigentlich ganz cool. Sehr gut. Dann drehst du das einmal um das Papier, dass die Innenseite wieder nach oben liegt. Und dann hast du hier ja die Schräge. Da haben wir von außen geklebt und hier auf das kleine Stück kommt von innen das Klebeband drauf. Ja, der Platz, ich weiß. Das Ding ist auch, ich hätte wahrscheinlich alles voller Schränke und wüsste trotzdem nicht, wie ich es einräumen soll. Das ist auch das andere Problem. Ich mag halt gerne, ich sag mal, die halben Expedit, da gibt es ja so Einschubdinger, das mag ich gerne zum Reinschieben. Aber das ist ja dann auch irgendwann voll. Und manchmal braucht man mehr Platz, manchmal weniger Platz. Ja. Ja. Ja, höhenverstellbarer Tisch, das wäre natürlich. Ja, erstmal den Platz und so weiter. Dann mach doch einen Kanal, Maren. Siehst du überhaupt? So. Also hier sind die Schrägen. Ich lasse es, glaube ich, mal so liegen. Das ist für dich vielleicht einfacher. So. Ne, hier kein Überreden, YouTube-Kanal zu machen. Aber ich finde es gut. Aber ich habe jetzt auch mal meine Abos ab durchgegangen und ein paar habe ich wieder entfernt. Aber das waren die, wo seit 2 Jahren nichts mehr drin passiert ist, zum Teil. Ein paar habe ich auch behalten, weil da ganz nette Ideen drin sind. Und es waren auch welche dabei, die anscheinend ihren Kanal irgendwie gelöscht haben oder die Videos runtergenommen haben und dann halt gar keine Videos mehr waren. Ja, die Organisation. Wieso hast du alles falsch gemacht? Dann musst du halt innen mit außen tauschen, das würde auch gehen. Nein, ich überrede keinen, ich überzeuge.
Ich weiß jetzt nicht, ob ich weitermachen kann oder ob ich Kevin noch unterstützen kann. Was sagt denn hier mein Akku? Akku sagt, es passt. Okay, dann mache ich weiter. Es gibt auch übrigens noch ein anderes Video dazu, Kevin. Das ist nicht mein erster Stehsammler, den ich mache, oder der, ne? Ja. Tja. Ach, im Kevin, deine Geburtstagspost wird aber später auf den Weg gehen. Ich will ja was Passiges machen und es ist irgendwie noch nicht so ganz. Noch nicht so ganz funktioniert. So, jetzt haben wir meine drei Stehsammler fertig. Hier sind die Reste drin. Und die müssten jetzt hier reinpassen. Bam. Perfekt, perfekt, perfekt. Gucken wir ein bisschen raus, aber das ist okay, weil dann kriegt man die gut raus. Ja, dann machen wir die Box mal weiter. Papier. Ich mache ganz viel Marmelade, während wir hier arbeiten. So, das hier wären 10,5. Und das hier sind 15,5. Und ich habe keine Ahnung, was ich jetzt gerade gemessen habe. Oh Mann. So, ich brauche Designpapier. Ich mache es erst hier in. Das hatte ich jetzt gesagt, 15,5 mal 10,5. Das ist oben und unten. Und das hier sind 15 mal 10,5. Und dann ist das andere 15 mal 15,5. Zweimal, zweimal, einmal. Es gibt ein Video von mir zu den Stehsammlern schon. Da stehen auch alle und auch einen Link zu einem Blog.
der dann ein PDF dazu hat. Aber ich kann das auch rüber kopieren, kann ich auch machen. Also wie gesagt, hier ist es halt alles ein bisschen langsamer als bei so einem normalen Video. Ich kann die ja rüber kopieren. So, sollte ich außen. Ich mache das hier nach innen. Übrigens schon etwas älter, das Papier. Das sieht man immer daran, wenn die Rückseiten noch leer sind. Mittlerweile drucken sie nämlich auf die Außenseiten auch immer noch Designpapier, beziehungsweise sparen dann das Papier, was ich auch völlig okay finde. Also ich finde das eigentlich ganz gut, weil so schmeißt man es nicht weg, obwohl man ja die hier auch noch verwenden kann. So, einmal zuschneiden. Zentimeter. Dann 15,5. Ganz geil, kann ich wieder nicht messen. 15,5. Ich maler mir das nur gerade an. Dann haben wir noch 10,5. Dann das alles nicht. Oder passt das doch? Nee, das müsste zu wenig sein, ne? Ja, das quietscht. Ich muss es mal ölen. Das sind nur 20. Ich bräuchte 21. Ja. Naja. Schauen wir mal. Das ist einfach nur der Test, ob ihr noch wach seid. Es geht auch. Marmelade ist immer gut. Ja, ist die Frage, zu wem du schicken kannst. Ich glaube, wenn zu Krötenkind, weil sie wohnt halt in der Nähe, dann müssen wir das nicht alles transportieren.
Aber da würde ich sie erst fragen, ob das okay ist. Ne? Das würde ich vorher klären. Und dann kann ich dir Bescheid sagen. Ein Papierschnipsel, Messi. Hebst du sie alle auf? Mach's wie Michelle. Kleb sie alle schon mal auf eine Karte. Oder auf kleine Teilkarten. Das Quietschen von meinem Schneidebrett. Da ist Iris wohl etwas empfindlich. Ich kann es mir auch abmessen, anzeichnen und dann. Mit dem anderen Schneidegerät machen? Nee, geht nicht. Das sind ja die großen Seiten. Ich kann dir ja vorher noch mal kurz Bescheid sagen. So, jetzt oh, Stöpsel raus. Boah, als ob ich mich hier. Ich könnte ja aber auch das hier in die Mitte packen. Oh, Entschuldigung. Was meint ihr, das hier oder auch die anderen Seiten? Ich finde das so, glaube ich, ganz cool. Also schöner als so. Geht aber auch. Und bevor das. Das ist ein super Plan, Kevin. Also eins war die andere Seite, oder das? Das andere. Hat was, ne? Finde ich auch ganz cool. Eins, 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 eins. Dann machen wir die eins. Genau. Mir zugucken ist viel wichtiger als selber basteln. Nein, ihr dürft ja parallel basteln. So. Dann messe ich wieder. Das hier sind 21,5. 25,5 mal 11. Das brauche ich zweimal. Haben wir hier 16.
16 mal 11, 2 mal. Und dann brauchen wir hier 21,5 mal 16. Genau. Hier innen muss ich auch noch was reinkleben. Und die Schublade muss ich auch noch machen. Du kannst parallel basteln, ja. Ich glaube, das mache ich außen rum. Weiß aber nicht, ob das passt. Sechzehn, elf und elf. Ich überlege gerade, ich müsste bei dem anderen. Ob ich hinten einfach nur blau mache. Auf dem anderen Block. Mit dem hier. Das geht, oder? Ja, das geht. Dann würde ich das nämlich nach links und nach rechts setzen und das hier ganz nach hinten. Ja. Ja. Das Ding ist, wenn man mit schreiben möchte, dann ist es mit dem Basteln immer ein bisschen schwerer. Iris, mach den Ton aus. Welche hatte ich jetzt? 51,5. Und dann 11. Ich möchte einmal das. Und einmal das. Ist nicht, ob das oben unten passt. Ne? Müsste ich stückeln, aber das wäre auch kein Problem. Ich habe ja hier auch noch Stückelmaterial. So, und aus dem anderen wäre das. Kann so nicht basteln. Ja. 21,5 mal 16. Boah, immer dieses Maß hier. So. 16 sind ist schön, Michelle, dass du das lustig Und dann brauche ich noch 16 mal 11. Das kann ich nach unten machen, das ist okay. Dann brauchen wir noch die 16. Das übrigens eben hier mit dem Ding gemacht, mit dem Schneiderlineal hier direkt an die Kante gesetzt und dann kann ich mir das hier total praktisch ranziehen. Deine Ohren tanzen zusammen mit mir. Tanzen zusammen die ganze Nacht. So, wie viel haben wir denn hier noch? Das ist da zu wenig. Was brauche ich überhaupt? 16 mal 11. Könnte ich hier die 16 machen? Wie viel habe ich denn hier noch? Das müssten 15, irgendwas sein.
Liebe, 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 Liebe. Ich guck mal, was noch übrig bleibt. Ich habe versucht, es wegzuhalten. Glaube ich nicht funktioniert. Nein, 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 nein. Nicht nur du, das macht das nicht viel besser. Also wenn es euch extrem stört, müsst ihr 2 Minuten warten. Dann kann ich nämlich kurz an die Nähmaschine gehen, die ich vorhin weggeräumt habe. Nein, gestern weggeräumt habe. Da ist nämlich noch Nähmaschinenöl drin. Das müsste doch auch funktionieren. Alle Öl. Was will ich denn mit so viel Öl? Mitleid. Solange das Ding schneidet, bin ich total zufrieden. Nein, ich hole gleich das Öl. Ich will das jetzt erstmal aufkleben. Ich kenne das so, Gepiepe ist durch Kamera und anderes Mikro meistens wesentlich schlimmer, als wenn man direkt davor sitzt. Hallo Gina. Ruh dich aus bei mir. Ich bin gerade am Überlegen. Ich glaube, ich mache das so. So rum ist besser. Und da fällt mir gerade auf, wo ich das umdrehe. Da könnte ich die Reste auch stückeln, aber ich könnte auch die Box von innen damit bekleben. Ich hätte gerne einen anderen Ohrwurm. Nee, 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 nee. Nee. Auf ihr ist der Mexikaner ist genauso schlimm. Also meine Händchen. Ich hätte gerne mal schöne Lieder, keine Kinderlieder. Vielleicht auch mehr Text kann außer dem Refrain. Ich erfinde gerne neue Sprache bei Texten. Muss ich schon mal sagen. Also Bruder Jakob, ne? Nicht, sondern nur Frere Schacke. So, ich hol mal Öl. Ich könnte erstmal messen, ne? Ist ausgelaufen. Gucken wir noch einmal.
Ich hätte auch noch Legogemo, Legogemo. Jetzt ihr. Singen einen Kanon. Das habe ich mir da oben schon mal ausgemessen. Ne? 15. Dann 10,5 mal 5. Und 15 mal 5. 2, 2, 1. Das stimmt. Eingriff rein? Was? Eingriff rein? Singt ihr alle Biene Maya? Alle singen Biene Maya. Ich mag da noch Öl drin ist. Ja, nee. Das ist so gut. Das Öl ist wohl. Oh, das sind wir laufen. Ja, Mädels. Das schmeißen wir mal weg. Und wir arbeiten weiter mit dem Gequietsche. Nee, da kommt kein Griff rein, weil. Ich muss was suchen. Das kommt da dran. Männerunterhosen? Was? Das weiß ich nicht. Aber meine Finger sind jetzt ölig, ganz geil. Vielleicht habe ich noch Reste an dem Tuch, die man verwenden könnte. Aber ich komme ja nicht an das Scharnier ran. Iris, Stecker aus den Ohren. Ich muss es, glaube ich, auseinanderbauen, dass ich das gut ölen kann. Weil hier ist halt so eine Schraube drin. Ich weiß gar nicht genau, wo es da quietscht. Keine Ahnung, dass jetzt was gebracht hat. Ach, wir gucken mal, ich habe Magneten gefunden. Das ist ja mal was. Hä? Quietscht nicht mehr. Ich muss mir mal kurz die Hände waschen.
So. Ja, aber nicht viel. Und das kratzt ja auch nur, wenn dann da Papier rangeht. So, ich werde mal gucken, ob ich hiermit noch was machen kann. Aber das ist alles nicht breit genug. So. Außen packen. Ich habe nicht mehr so viele Seiten. Das ist jetzt doof. Dann nehmen wir das hier. Ich gucke gerade, ob ich hier das eine in die Box reinkriege. Eigentlich schon. Also 10,5. Zehn Komma fünf mal 15 brauche ich zweimal. Und dann brauche ich 10,5 mal 5 zweimal. Zehn Komma fünf und 10,5 sind 21. Dann brauche ich das noch hinten, das sind 15 mal 5. Machen wir das halt ein bisschen kürzer. Aber da kann ich auch ein anderes nehmen. Ist das hier nicht auch noch 15 mal 5? Nein. Aber da kann ich auch, da kann ich auch, da kann ich auch. Und den hier abschneiden. 15. So. Livestream-Stories. Ja, bitte. Das fände ich lustig. Iris, ich kenne den Text nicht, ich halte mich da raus und
möchte jetzt auch keine Melodie erfinden. Vorschläge für Zwillinge. Zwillinge müssen doch gar nicht nach gleich heißen. Ansonsten die üblichen Verdächtigen, ne? Max und Moritz. Ist ja die Frage, ob die gleichgeschlechtlich sind oder nicht gleichgeschlechtlich. Ansonsten kannst du auch einfach Namen nehmen, die mit dem gleichen Buchstaben beginnen. Die Geschichte der Hypnoeule. Ja. Ist ein super Plan. Wie hießen denn die beiden Zwillinge von den Weasleys? Ja. Ja. Okay. Ich habe ja hier auch keine Scheren. Nirgends ein Scheren. Aber heute ist ein Reparaturstream, muss ich mal sagen. Ne? Ich habe vorhin meine Schere gesäubert. Jetzt ist mein Schneidebrett nicht mehr quietschig. Sehr gut. Meck-Moleküle. Yay, yay, yay. Lollek Ich überlege gerade, ob ich die Seite gleich rein. Liebe. Ah, diese Entscheidung, die könnte ich auch hier drunter kleben. Das wäre auch ganz cool. Finde ich schöner. Oh. Gott, oh Mann. Ich glaube, ich schneide mir jetzt hier was zurecht. Ja. Was brauchte ich denn jetzt? Such dir mein Zettel. Ich brauchte noch ein 10,5 mal 15.
So, dann wollte ich das nämlich. So kann man das aufeinander kleben. Das ist, glaube ich, ganz gut. So, wie breit bist du denn jetzt hier? Du bist 9. Dann brauche ich noch 1,5. Ja. Hallo Ute. Das glaube ich so reinkleben, sonst wird das nichts. Was hat Lavki wohl an? Wie geht's dir zu Hause, Ute? Ich habe gelesen, du bist wieder zu Kuchen, Dank. Das tut ja. So. Dann ist die Box soweit fertig, bis auf hier oben. Da gucken wir nachher. Dann machen wir hier weiter. Hier wollte ich das draufkleben. Das war 15, 14,5 mal. Sehen. 14,5 mal 10. Und die Höhe ist 4,5. Dann brauche ich 4 mal 4,5 mal 14,5. 4,5 mal nur dreimal. Warum nur dreimal, erzähle ich später. Und 4 mal 4,5 mal 10. Oh, das ist cool. Wie, ihr seid nicht mehr Bonus. Was? Bonus? Wie Bonus? Das habe ich verpasst. So, ich komme gerade nicht mit. Ich bin jetzt raus. Bibilotta, Victoire, Pfefferminza, Olga, Dina, Ephraims Tochter. Langstrumpf. Bitte wenn den vollen Namen. So, was hatte ich jetzt? 14,5. Dann ist gut, wenn das keiner mehr kommt, dann bin ich beruhigt. Und wer ist jetzt Marita? Ich? Bin ich heute Marita? Anne mit einem E. Hä? Anna hat doch eh nur ein E.
Ich schneide einfach mal. Eins, zwei, ich brauche noch zwei. Ich kann Strickaufträge geben. Das kann ich. Genauso sieht es aus, Pahara. Was ist mit mir? Ich habe gerade nichts mitbekommen. Also ich kann nicht stricken. Ich kann auch nicht häkeln. Aber meine Mama kann das. Dafür kann ich Papier basteln. Okay. Ja gut, das sagt mir nichts, aber man muss auch nicht alles kennen. Also das Anne mit E meine ich jetzt damit. Tschüss, Lovki, mach's gut, schön, dass du da warst. Wir werden ja heute noch fertig. Wenn Maike gerade kleben könnte. Ach. Kommst du her? Genau, eine wunderschöne Woche. Ich überlege gerade, wie ich das rausziehen will. So rausziehen ist schöner. Dann mache ich hier außen was drauf. Was ist mit dem Art Journal in klein?
Ich bin, glaube ich, völlig raus bei dem, was ihr da schreibt. Aber das ist egal. Ich muss auch nicht alles Wissen mitkriegen. Ich kann es ja nachlesen. Ich beschäftige mich derweil mit Zusammenkleben. Box hübsch machen und so. Das ist der VBS-Kleber. VBS-Bastelkleber. Warte. Der hier. Das ist meine letzte Nachfüllflasche. Aber ich habe jetzt erstmal noch so viel anderen Kleber, den ich noch verwenden möchte. Deswegen werde ich mir den erstmal nicht umfüllen. Ich weiß nicht, ob ich hiervon noch eine aufgefüllte Flasche habe. Aber mit dem bin ich super zufrieden. Der trocknet schnell, der trocknet durchsichtig, der zieht gut an, der ist nicht zu flüssig, nicht zu fest. Also das ist schon für mich persönlich ein guter Kleber. Es ist alles aber Geschmacksfrage. Ne? Also Iris, dann hau jetzt zu, weil gerade ist der nämlich reduziert um 60%. Ich habe nämlich eine Frage gekriegt von einer Freundin, die meinte, welcher Kleber klebt denn gut? Ich habe hier so einen Uhu-Kleber und der stinkt halt und schmiert und alles. Und dann habe ich gesagt, dann nimm doch den, haben wir danach geguckt, aber ich werde dir was abfüllen. Und dann kriegst du den von mir. Weil sie braucht halt keinen großen und für den kleinen braucht man auch nicht bestellen, dann kriegst du was von mir. So, Papier. Ne? Ja, also der kostet irgendwie die große Flasche aktuell ein bisschen weniger als 11 Euro. Und ich finde, das ist völlig okay. So, das hier. Das hier brauche ich jetzt in. Das will ich nämlich hier hinten draufkleben, unter anderem. Das hier brauche ich in 14, Zettel ist gleich voll. Tschüss, Gina. 14,3. Na? Ah, nee, da fehlt noch ein Plus. Höheren 4,7. Das macht genau 19 mal 15,3. Kevin. Ich überlege jetzt nur gerade, wo ich abschneide. Mal 19.
Ich gucke hier nur. Nicht so einfach. Ich wahrscheinlich was in der Mitte rausschneide, weil ich das Herz eigentlich ganz hübsch finde. Aber bei 19 wäre auch das kleine Herz weg. Ach, ich mache das mal so. Wird schon gut aussehen. Manchmal denkt man ja auch zu viel. Und die Reste kann ich dann für die obere Seite der Box verwenden. Und was hatte ich da? 14,3. Nee. 4,7. Sieht jetzt vielleicht ein bisschen kompliziert aus. Ist aber gar nicht. So. Wenn man nicht andauernd seinen Zettel abdrücken würde. So. Das kleben wir erstmal auf. Dann kann ich nämlich gleich auch schon den Henkel befestigen. Wieso musstest du schon wieder eine Chipsdose essen? Wurde sich gewünscht, dass du noch mal eine machst? Natürlich jetzt hier doof, ne? Nee. So nicht, Maike, so nicht. Jetzt muss ich hier erstmal rechts und links was abschneiden. Kein Wunder, dass meine Schere immer verklebt. So Backmache. Jo, gerade schneiden, Maike. Einmal da, einmal hier. Dann musst du, wenn du sie nicht essen möchtest, deinen Arbeitskollegen geben und sagen, hier, das einmal essen, ich brauche das. Ja, ich habe meinen Rechenfehler doch geht, gefunden. So. Henkel. Sie langsam nicht mehr sehen. Also ich habe hier keine Brads für, sondern nur Schrauben. Deswegen klebe ich die drauf. Jo, genau, mittig, Maike. Wäre eine ganz coole Alternative. Oh Mann, ey. Vielleicht auch noch gerade. Jo, jetzt noch trocknen lassen. Oder umfüllen, dann hast du die leeren Dosen.
Und damit das nicht verschwendet ist, schickst du den Inhalt an Bastelfieber. So. Genau, jetzt wollte ich das hier. Klein schneiden in 4,5. Und 4,5 und 4,5 macht 13,5. Nein. 4,5 und 4,5 sind 9. Plus 4,5 macht 13,9. So, 13,9, das müsste passen. Was habe ich denn da vorher gemisst? Ist auch kein Mensch. So. Schön die Nachbarn futtern lassen, auch ein Plan. Ich meine, es sind ja immer nur die kleinen Dosen. Stell dir mal vor, du müsstest die großen Dosen jede Woche eine futtern. Oder noch mehr. Du basteln kannst. Wäre auch nicht so schön. Ich weiß auch gar nicht, ob die Frage vorhin beantwortet wurde. Also die Dosen kann man super für Mixed-Media-Projekte nehmen, wo man dann Sachen reinpacken kann, um die zu verschenken. Also quasi als Verpackung. Als wiederverwendbare Verpackung. So. So. Ja.
Das muss jetzt ordentlich trocknen, damit ich es da wieder rauskriege. Tschüss, Iris. Mach dir auch einen schönen Abend. Ich bin jetzt am Überlegen. Ob ich hier, also ich war gerade am Lesen. Ich kann gerade irgendwie nur eine Seite entweder basteln oder lesen. Reden geht auch gerade nicht. Ob ich hier noch irgendwas zum Rausziehen mache. Machen wir rein. Wo denn? Ein großes Loch kriege ich ja nicht rein. Ich möchte auch ungern hier unten ein Loch reinmachen, um da einen Faden reinzuziehen, weil dann ist von der anderen Seite dann zu viel drinne. Ein nettes Ringding. Ich bin da überlegen, ob ich noch ein Metallteil habe, was vielleicht ein bisschen höher ist. Man könnte auch. Lasst mich mal spinnen. Einfach nur hier oben so ein Ding ranmachen. Aber das sieht doof aus. Den man dann so rein und rausziehen kann. Ja, vielleicht fällt mir noch was ein. Ah, ja. Ich weiß, was du meinst, aber die habe ich erst bestellt. Nein, nein. Okay, ich mache erst mal da oben. So. Klebe erstmal hier oben drauf. Auch sehr schön, das passt hervorragend zusammen. La 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 la. Ja, sie kommen Anfang nächsten Monats. Drumrum. Das würde auch noch funktionieren. Weiß nur nicht, ob das von der Breite her geht. War das mit dem Band? Das ist echt eine coole Idee. Am besten würde ja Spitze passen, ne? Muss ich nur gucken, ob ich so dünne Spitze habe. Also ob die Spitze, die ich habe, dafür reicht. Knöpfe übereinander würden auch funktionieren. Wo ist denn jetzt hier meine Spitze? Ein bisschen zu breit, ne? Finde ich jetzt persönlich. Ich guck mal.
Aber hiervon habe ich nicht mehr genug. Da endet es. Weil eigentlich wäre das ja schon ganz cool, wenn man das da quasi so und hier vorne nochmal so umwickelt und dann hier so runterhängen lässt. Aber das reicht nicht. Und die hat genau die richtige Dicke. Ich hätte das später aufkleben sollen, weil dann hätte ich das da drunter kleben können. Das wisst ihr, so drunter. So viel dazu. Tschüss, Ute. Das hier würde auch noch funktionieren. Und vorne ein bisschen Spitze dran. Oder warte auf die Rausziehdinger. Naja, hier kannst du ja dran ziehen. Es war jetzt auch nur mal grob. Weil hier vorne könnte ich dann andere machen. Wie andersrum? Da könnte ich dann die hier noch. So, und dann da dran knoten. Guck mal kurz, ob mir das gefällt. Nee, ich warte auf die Dinger. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht. Dem Knopf, nee. Also du meinst quasi das so draufkleben und dann. Ich versuche das jetzt mal zu halten. Quasi so die Spitze. Einfach nur so und dann kann ich hier dran ziehen. Tschüss, Mona. Schön, dass du da warst. Aber nee, ich warte auf das Metallding. Das passt dann ganz gut dazu. Oder ich nehme die anderen Griffe, die ich noch habe. Ich habe noch genau drei Stück, nein, vier. Weil die könnte ich ja auch hier draufsetzen. Oder so. Nee, das passt nicht. Nee, wenn dann so, oder? Also wie gesagt, ich könnte die auch so rum. Würde von der Breite auch noch passen. Aber ich glaube, diese Ringe wären schon ganz cool, weil die doch ein bisschen groß sind, finde ich.
Richtig, es sind keine Schubladen. Ich glaube, ich warte auf die Rausziehdinger. Das ist, glaube ich, die bessere Variante. Ja, aber es gefällt mir nicht so. Es gefällt mir nicht so und deswegen machen wir das nicht. Super, ne? Die reißen die Ringe? Nein, nein, das sind diese, ich sag's mal in Anführungsstrichen, Türklopfer. In kleiner, die man dann so draufsetzen kann und dann ist dann so ein Ring dran, dass man so ranziehen kann. So ist es gemeint. Ich glaube, unter Türklopfer in Mini kann man sich besser vorstellen als das, was Nicole meint, also wie Nicole das geschrieben hat. Aber weißt du, was du meinst? Was, Stella? So. Dann muss ich nur noch die Füße machen. Wo habe ich denn meine Füße? Da. Tada! Ich habe nur zwei Füße, ich muss die anderen noch sammeln. Die werden einfach hier unten drunter geklebt, dann ist das ein bisschen höher, damit ich mir hier die Ecken nicht. Ecken wären schon ganz cool, aber das passt nicht, deswegen kommen die da drunter. Drunter? Ich habe Eckfüße. Das Problem ist, dass die Eckfüße hier über die Schublade rüberragen. Suche kurz meine Eckfüße. Ich habe auch nur noch zwei. Siehst du das, wenn ich die hier ransetze? Ich glaube auch, ich habe mich Eck, hab mich hab mir habe ich mir Eckfüße mitbestellt oder habe ich denn gesehen, dass ich die bestellen wollte? Ich glaube, ich habe gesehen, dass ich mir welche bestellen wollte. Aber das geht nicht. Die müssten halt wirklich hier so lang gehen. Und ich glaube, solche habe ich nicht mehr. Aber ich könnte noch mal gucken. Ansonsten bestelle ich die auch noch und dann warte ich. Dann hätte ich nur noch Monster-Dinger. Die passen auch nicht. Die sind halt extra groß. Deswegen nicht. Ja, genau. Macht ja nichts, Stella. Besser einmal darauf hingewiesen, dass es reißen könnte und mich verwirren, als wenn ich die falschen Dinger meinte, also die, die du dachtest, und ich es nicht bedenke, dass sie reißen könnten. So. Ach, vielleicht bestelle ich mir die Dinger auch noch und dann mache ich andere dran. Weil ansonsten kann man da halt, wie gesagt, also ich würde die nicht so darunter kleben, sondern mit Papier umwickeln und dann hier drunter kleben. Damit die ein bisschen erhöhter ist, die Box.
finde das auch nicht schlecht. Was ist das hier eigentlich? Sein Fleck auf der Box. Das ist sein Fleck auf der Box. Ich guck mal. Ich warte, bis die Ecken da sind und dann schaue ich mal, was ich mache. Genau. Aber ansonsten sieht es jetzt so aus. Und dann kommen dann hier noch die Füße hin. Genau. Ja, die ist hübsch, die ist hübsch, die ist hübsch. Und dann kann ich mir noch überlegen, ob ich noch hier was dekoriere oder hinten noch was drauf mache. Muss ich mal schauen, weil ich habe ja noch das eine Blatt hier, was ganz cool ist. Hier das hier mit den ganzen Text. Das ist ja eigentlich ganz cool. Vielleicht kann man sich ja noch ein bisschen was draus machen. Ich schau mal. Aber für heute ist erstmal Feierabend. Hochkant? Das ist hochkant. Quer. Dann sieht das auch mal in voller Pracht. Mit nervigen Papierstellen. So. Also wenn da steht, wie gesagt, gucken die hier oben auch ein bisschen raus. Also man würde sie auch so rauskriegen, aber sehr schöner, wenn was zum Transziehen ist. Und wenn dann die Dinger, dann kann man die dahin machen oder da oben hin, muss ich gucken. Ich lasse euch daran teilhaben. Genau. Ihr macht euch jetzt noch ein wunderschönes Restwochenende. Und wir sehen uns dann nächste Woche um 18 Uhr. Wenn ich 16 Uhr einstelle, seid einfach um 16 Uhr da und wartet bis 18 Uhr. Oh Mann, ey. Ja, zumindest habe ich nichts anderes geplant außer 18 Uhr. Und dran denken, ne, Michelle nächste Woche nicht. Ja. Ich würde sagen, es war schön mit euch. Auch wenn ich am Ende nicht viel geredet habe. Ich war konzentriert mit Aufkleben. Nicht, dass hier sowas irgendwie noch schief geht. Ja, und dann sehen wir uns dann beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, ihr Süßen. Tschüss.